Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs in der King Crab Quadro 0 mit zweimal die Pumpgun, also Double Pumpgun LB10XAC sowie zwei Medium-Lasern und zwei Large-Pulse-Lasern. Ich bin mal gespannt, wie sieht das Ding so schlecht. Man könnte vom Alpha-Strike her vermuten, dass es für eine King Crab ein bisschen wenig wäre, weil der liegt, ich glaube, bei 52 war das, bin mir gerade nicht komplett sicher, aber ich meine schon. Man könnte mehr rausholen, prinzipiell, aber wir haben hier eine überaus solide Energiebewaffnung. Hitzeeffizienz geht hoch auf knapp ein Drittel. Kühlt aber auch ganz adäquat wieder runter. Zur Not geht man halt in Chainfire und guckt, dass man vielleicht die Large Pulse Laser sogar kurzzeitig weglässt. Was aber hierbei noch viel wichtiger ist, wenn man erstmal ein bisschen in der Schlacht ist, die Krabbe hält ja recht viel aus, kann also einiges an Schaden wegtanken, kommt die Double Pumpgun nochmal mehr zum Einsatz. Also abgesehen davon, dass man mit 75 Schuss insgesamt für zwei Pumpguns schon ganz gut mithalten kann, um Dauerfeuer halbwegs hinzulegen. Also ich für meinen Teil zumindest, ich komme ja immer mit wenig Munition klar. Also ich stelle fest, dass ich bei weitem weniger Munition brauche als der Rest der Welt. Zum Glück. Puh. Na, auf jeden Fall kann man mit den Pumpguns auch schon mal schön draufholzen. Das nach Möglichkeit bevorzugt natürlich im Nahkampf. Man kann auf Entfernung schon mal ein bisschen hier und da vielleicht ein Batsch anranzen, damit man sich der einen oder anderen Assist sichern kann. Aber ansonsten empfiehlt es sich nicht sonderlich, mit der Pumpgun auf Entfernung zu arbeiten. Ja, und wenn dann erstmal der Kampf ein bisschen vorangeschritten ist, wieder irgendwo offene Teile sind bei den gegnerischen Mechs, eine Pumpgun, eine LB10XAC, verursacht ja nochmal, also hat eine höhere Chance, kritische Treffer hinzulegen. Was da dann natürlich auch nochmal wieder ein bisschen geiler ist. Jetzt springt nicht alle hinterher. Ein Firestarter, ein Wolverine, der Thunderbolt stellt sich da hin, fällt gleich runter, wa? Ich hoffe, das hat jetzt auch direkt ein Ende gefunden mit dieser komischen Jagd. Was ich auch geil finde, einfach ist hier bei diesem Mech, wie das ausschaut. Warte mal. Da oben. Ein Warhawk, hi. Und da auch direkt oben über mir irgendwas. Oh, da eine Krabbe. Ja. Krabbenduell. Oh, zwei Large Laser und zwei AC-20er. Da ist er mir ein bisschen überlegen in der direkten Feuerkraft. Wenn aber erstmal, wie gesagt, die Panzerung irgendwo runter ist mit der Doppelpump-Pump-Gun, da räumt man wirklich schön auf. Es läuft halt sehr hitzeffizient. Wenn es zu warm ist, man aber noch reichlich Munition über hat, dann kann man auch erstmal einfach ganz stumpf auf die Pumpguns wechseln. Und fertig. Und der Gegner muss trotzdem ordentlich fressen. Ah, schade. Aber schon mal den CT rot gefärbt. Ich kann sie prinzipiell sehen lassen. Er rennt hinterher. Oh, was ist denn jetzt hier, meine Güte? Hier rechts stehen noch Leute von uns. Haben die da alle nicht im Blick? Was zum... Wo kommt das her? Das hört sich ja an wie Laserbeschuss, aber ich sehe echt nicht, von wo das kommt. Zikada ist gleich hinüber. So, er hat erstmal LMs gefressen, irgendwo rattete ein AMS ordentlich. Ja, was kommt da von rechts? Zu unserem Kommando. Irgendwas, wo der Centurion meint, er müsste da hinstimmen, dann stimme ich doch mal mit. Na, kommt die Zikada gleich da lang? Da wurde er angegaust, oh mein Gott. Der Centurion haut wieder ab. Was habt ihr da denn wohl entdeckt, Leute? Die Zikada hat's überlebt. Er wurde weggesniped. Oh, fuckity. Komm, Mr. Yan Luang. Haust du das Ding jetzt mal weg. Ach, hätte er sich nicht hinterm Baum versteckt, ne? Was zum? Von da oben ganz... Ey, er kann echt von... Oh. Alter, jetzt reicht es aber langsam mal. Ich könnte wohl ein bisschen abkotzen. Die ganze Zeit. Das ist eine gute Taktik, Alter. Die stellen sich hier wirklich perfekt auf, um ein bisschen Hit-and-Run-mäßig zu snipen. Du hässlicher Vogel, Alter. Einfach irgendwie in die Richtung halten, um den Gegner in Schach zu halten. Ich komme hier gerade leider nicht weg. Ah, mein Team checkt jetzt noch nicht so sehr, dass wir da noch nicht wegkommen. Ha, gut. Boah, von hinten angesniped. Macht mal schön schnell Platz da. Lauf, 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 lauf. Mein Seitentorso ist gleich weg. Ist zum Glück nicht der Laser-Torso. Ist trotzdem scheiße, weil mir da eine Pumpgun flöten geht. Und noch einiges an Pumpgun-Munition ist tatsächlich auf die Beine und so verteilt, das geht. Beine, Kopf, gut. Warhawk. Und zwar, wann ein Summoner ist da? Alle Klärchen. Komm, 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 komm. Komm da rum, komm da hoch, Alter. Verdammt nochmal. Und jetzt hier mit der Krabbe, die hier diesen scheiß
Treppenkrams hochächzen, ne? Ah, da könnte ich aber auch schon wieder ein bisschen würgen. Das ist so gar nicht einfach. Mein Rücken ist auf, ey. Die haben so viel Damage gemacht einfach, bevor die Schlacht überhaupt richtig losging. Jo, ein guter Plan. Renn in meine Feuerlinie. Beste, was du machen kannst. Ein Raven. Komm hier mal hinterher. Hit and Run kriege ich bei meiner Geschwindigkeit von 48,6. Jawoll. Der Warhawk. Oh, du Sau. Fall um. Meine Güte. So. Ah, da ist die nächste Krabbe und der Thunderbolt. Jawohl, schön, schön, schön. Geht ihr vorwärts? Okay, ich folge euch einfach ganz brav. Du hast noch 92%, Digga. Da komme ich mit meinen läppischen 58 mal hinterher. Mein Rücken ist auf, meine Seitentorsi. Ich will jetzt nicht so schnell unbedingt meine Waffen verlieren. Ich bin auch auf dem Rückwärtsweg. Ich will dich ja nicht blockieren, mein Hübscher. Ah, da kommt was angelaufen. Thunderbolt. Ja, der wird richtig schön in die Enge getrieben. Komm, komm. Och, Alter, nein! Ah, jawohl! 31%. Gut, dass du beiseite gegangen bist, mein Hübscher. Oh, der arme Firestarter, der hat ein kaputtes Bein. Ihr Schweine! Ich würde dich ja gerne Huckepack nehmen, ne? Hast du Jumpsets, springst du drauf. Ich bin immerhin 8, irgendwas km/h schneller als du. Firebrand, ich weiß echt nicht, ob ich's... C4, oh, da unten ist also was. Ah, jetzt springt er da runter. Der wird wahrscheinlich hinter seinem Rücken gleich noch irgendwas entdecken können. Er war das die ganze Zeit, der rumgegaust hat. Diese Sau. Oh, ist er da hinter den Bergen? Nein! Ich krieg ihn nicht, aber der King Crab da, der rennt mal so hinterher. Der wird ihn sich schnappen. So, C4. Der Firestarter. Gut. Was bist du da? Ein Hunchback. Hörst du mal um? Ist der einfach stehen geblieben, werde ich ihm den Rücken aufarbeite? Ich glaube, er hakt. So, machen wir doch nicht. Nicht ignorieren. Ich bin eine King Crab, eine Königskrabbe. Oh, was? Es laggt. Warum laggt es hier? Kommst du zurück, bitte? Das war ein geiler Move. Im Lauf einfach mal eben schnell ausgebremst. Ja, wie schnell so eine Double Pump Gun halt auch einfach mal halt Stopp bedeuten kann. Herrlich. Ich hab dich supportet, Alter. Ich hab dir den Arsch gerettet, als der Hunchback hinter dir stand, Mann. Da meint der Wunder, er hätte das komplette gegnerische Team niedergeschossen. Ich glaube, er hakt. Ich hab dir den Arsch gerettet. Damit du das, man weiß, wenn du meine Videos guckst, Digga, schau dir nochmal an, wer hier was wie weggeholzt hat. So, Koordinaten. Oh. Warte mal. Nee. Falsche Richtung auf jeden Fall. In die CD-Linie auf jeden Fall mal hoch. So. 30 und 27. Es geht nicht in die richtige Richtung. Oh, noch weniger. 30 und 27. Ah. Oh, hoffen wir ein bisschen Spam raus. Das Match lief eigentlich doch wirklich hervorragend für mich. Ich kann mich nicht beschweren. So, mal schauen. Mhm, so, und Wunder? Ja, 3. Da war ich aber doch besser. Aber mal schauen. Double Experience, 4900. Ey, da kann ich auf jeden Fall mitleben. Ach, das ist eine schöne, fette Beute. So, zeige ich auch nochmal das Gerät im MacLab. Da kann ich endlich mal mehr freischalten als lediglich die Basics für die Hitzeffizienz. Da geht noch einiges. Wuhu! Wenn das Ding erstmal richtig gelevelt ist, sowieso die ganzen Krabben da mit Speed Tweak und die Basics mal 2 und so. Ah, da freue ich mich schon tierisch drauf. Die Dinger, die gehen sowieso schon so hart ab. Und das kann nur besser werden. Der nächste Bild, der wird wahrscheinlich was mit LRM sein, weil ich will einfach eine LRM-Krabbe testen. 4 LRM-15er gehen eigentlich ganz gut in dem Teil.
Das kann ich euch so schon mal sagen, mit 4 Medium-Lasern zum Beispiel und was ist das dann, 8 Tonnen Munition oder so würde ich das dann machen. Hier sehen wir auf jeden Fall, es wäre theoretisch noch Platz für doch, so gerade im Endo-Stil, aber dann können wir trotzdem nicht wirklich viel Besseres reinpacken, außer vielleicht eine größere Engine. Ansonsten, Double Heatsinks, wie ihr seht, die sind größtenteils bei, wie ich das hasse, zeigt er mir nett an die, dass ich da Munition drin habe, ne? So, Mac Details, jetzt, so, bam, so sieht das nämlich aus. Die Energy Slots sind halt relativ simpel belegt, die 2 Medium Laser, die 2 Large Pulse Laser. Nach Möglichkeit die Double Heatsinks, die 2, die übrig sind, in den Seitentorso, die 3, die übrig sind, in den Seitentorso, wo die Laser hocken. Ganz simpel, weil wenn die Laser flöten gehen, dann brauche ich auch nicht mehr unbedingt die weiteren Double Heatsinks. Es wäre allerdings schade, wenn ich alle weiteren Double Heatsinks, also insgesamt die 3 im linken Torso hätte, sie verlieren würde. Dann hätte ich weniger Hitzeeffizienz für die Laser. Ja, und die Ballistic Slots sind natürlich relativ simpel belegt. Die LBX-Ammo verteilt auf die Beine und den Kopf weg vom Center-Torso, falls man einen kritischen Treffer erleiden sollte. Und fertig ist das Ding. So sieht die Krabbe dann aus. So saut die Krabbe dann aus. Oh yeah. Ja, schön gepanzert, schön orkisch grün mit rot, weil die roten sind schneller und das war's. Vom Gameplay her, ihr habt ja gesehen, schöne Nahkampf mit den Lasern erstmal schön vorarbeiten und irgendwo ein paar kritische Treffer raushauen. Das war's auch. Besten Dank fürs Zugucken, Leute. Bis die Tage. Haut weg und piff, paff und so.